Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legend of Grimrock. Wir sind hier auf Level 9 diesmal im Goromorg Tempel Nummer 1 und wir sind hier am Pillared Hallway, was so viel bedeuten sollte wie Säulengang oder sonst irgendwas. Und ich habe hier eine Rolle mit irgendwelchen Laufanweisungsdinger wie auch immer bekommen und ich denke, nachdem ich jetzt hier einfach mal so lang laufen kann, wie ihr hier sehen könnt, wie ich will, bevor ich wieder zurückgeportet werde, können wir gerne mal auf der Seite hier noch versuchen. Bringt genauso wenig. Stehen wir dann hier vor der Wand. So, deswegen würde ich sagen, halten wir uns mal an die Rolle. Ich nehme an, wenn es denn die Rolle sein sollte, fängt hier mit dem ersten Schritt an. So, zwei links, dann einen Schritt rechts, dann einen Schritt links. Eins, zwei, drei rechts, zwei links. So, wieder von vorne. Zwei links, einer rechts. Na, das war verkackt. Einer links, zwei, dreimal rechts. Und zweimal. Ernsthaft jetzt? Ich war doch schon quasi am Ausgang. Okay, dann nochmal. Zweimal links, einmal rechts, einmal links. Eins, zwei, dreimal rechts, zweimal links. Two times left, einmal rechts, einmal links. Eins, zwei, drei rechts. Einmal links, zweimal links. So, und da haben wir es jetzt durchgeschafft hier, endlich. War eine schwere Geburt hier. Trotz, dass das Rätsel so einfach ist. Also die Rolle ist wohl wirklich für dieses Rätsel, sonst wäre ich da wohl mit der Anweisung jetzt nicht durchgekommen. Da habe ich doch gerade irgendwas gesehen, oder? Oh Gott. Ja, wisst ihr was, da speichere ich jetzt lieber mal, bevor ich hier wieder drauf gehe. Und wieder den ganzen Scheißweg von vorne laufen muss. Ach du Kacke. Im Übrigen ist mir auch aufgefallen, dass in meinen letzten beiden Aufnahmen komischerweise der Sound fehlt. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich hoffe, er ist jetzt besser geworden wieder. Beziehungsweise ist jetzt da. Weil das hat mich echt ein bisschen aufgeregt. So, die Feuerelementare sind ja mittlerweile null Problem mehr. So, wenn ich hier lang gehe, dann komme ich hier wieder zurück. Aber da will ich nicht hin. Ich will erstmal hier weiter erkunden. Erstmal alles nach Gegnern absuchen, dann die Wände absuchen. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Die vergiften mich. Oh mein Gott, sind die scheiße schnell, ey. Das ist echt unnormal. Hat er da gerade... Ah, ne, das waren wahrscheinlich meine Bolzen, die er da fallen gelassen hat. Das sah gerade so ein bisschen merkwürdig aus. So, was haben wir hier? Nichts. Hier? Nichts. Na gut. Hier haben wir eine Lurker-Hood. Okay, wer kriegt die denn nun? Die hat schon Lurker-Pants, aber die hat einen coolen Dingsbums. Was hat der denn? Stärke und Protection. Der hat Protection-Massig dazu, Massig Protection dazu. Ach, hier haben wir noch zwei Schlüssel. Müssen wir auch noch gucken, wofür die gut sind. Ah, Evasion plus 5. Das wäre ja prinzipiell gar nicht mal so schlecht. Aber unnötig für meine jetzige Gruppe. Ach, komm schon. So, dann dürfte es hier wieder gewesen sein. Die Frage ist, ob ich es mir erlauben kann, hier mal eine Rast einzulegen. Ich riskiere es einfach, ich speichere einfach mal und dann raste ich hier einfach mal auf der Stelle. Ach komm, der regeneriert sich jetzt wieder nicht. Aber das müsste eigentlich, wenn ich lang genug warte, sollte das vorbeigehen. Jawohl, jetzt regeneriert er sich auch wieder, das ist schön, dass es vorbeigeht. Ansonsten wäre ich jetzt echt am Arsch, beziehungsweise hätte mir einen Trank brauen müssen, beziehungsweise ich wüsste ja nicht mal genau welchen Trank. Wahrscheinlich diesen Antidote-Trank, den ich irgendwo habe. Ja, gucken wir nachher, kann ich jetzt nicht gucken, während ich raste. So. Ne, Anti-Venom wahrscheinlich. Anti-Venom klingt sinnvoll, auf jeden Fall. So, egal, dann war es das hier in diesem Raum. Können wir als abgehakt betrachten.
Insofern hier nichts an den Wänden ist. Aber ich wollte ja sowieso erst die Wände nachher abchecken. Beziehungsweise ist mir, gucke ich nebenbei auch immer so ein bisschen grob drüber, aber da ist mir jetzt nichts Besonderes aufgefallen. Ah, da haben wir Uno Steine und hier eine Notiz. Die Berge wurden durch Tremors, wahrscheinlich Erdbeben, durchgeschüttelt. From below, from the core of the mountain. Sie scheinen unter meinen Füßen zu entstehen, von dem Kern des Berges. Ich denke, ich komme der Quelle nahe. Okay, also muss da irgendwas mega Böses im Berg sein, was die ganze Zeit dieses Erdbeben hier auslöst. Die mir selber auch auf den Sack gehen. So, jetzt haben wir hier eine Eisentüre. Und dort ist ein Buch drin. So, das Buch will ich natürlich haben. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir irgendwo was finden. Hier haben wir eine Knöpfchen an der Wand. Und damit geht das Ding hier auf. So, ich hoffe jetzt nur. So, packen wir erstmal ein. Beziehungsweise packen wir das mal dahin. Dass hier nichts ausgelöst wurde, was mein Weiterkommen jetzt irgendwie behindert. So, egal, wir checken jetzt erstmal die Wände ab. Ob vielleicht doch noch irgendwo was, abgesehen von diesem Büchlein, sich hier verbirgt. So, da dürfte der Raum da hinten sein, oder? Bin ich da falsch? Ne, da bin ich richtig. Aber da haben wir eigentlich schon geguckt, das können wir uns eigentlich mehr oder weniger sparen. Trotzdem gibt es hier erst nochmal eine. Ach, die ist auch scheiße. Gibt es hier erst nochmal eine anständige Fackel. So, da ist Nichte, da ist auch Nichte. Kann ja wieder sein, dass der Knopf vielleicht ein bisschen anders aussieht, weiß ich ja nicht. Aber es schaut nicht so aus, als wäre hier irgendetwas. Genauso wenig wie hier an den Wänden. So, da ist auch Nichte. So, 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 so. Ha. Gehen wir nochmal hier lang. Da haben wir nämlich auch noch nicht die Wände abgecheckt. Das ist eine Sache, die ich auf keinen. Irgendwie kommt es mir gerade so vor, als wäre da schon wieder so eine Art Mikrobeben gewesen. Das mir überhaupt nicht zusagt. Das Problem ist, ich habe jetzt, während ich hier hingelaufen bin, null auf die Dinge geguckt. Aber das können wir nachher mal machen. In dem Pillared Hallway. Könnten ja auch noch Schalter an den Wänden sein. Da habe ich jetzt echt keinen Nerv gehabt, da noch drauf zu gucken. War da nicht gerade irgendwo ein Schalter oder habe ich mir das gerade nur eingebildet? Ich sehe schon Schalter, wo keine sind, weil ich so verzweifelt nach ihnen suche. Das ist schon ein wenig bitter. Die Frage ist, ist hier noch irgendetwas? Scheint aber, das war hier auch kein Secret. Das ist das, was mich verwirrt so ein bisschen. Und nur für dieses Buch extra so einen kompletten Dungeon anzulegen, erscheint mir dann doch ein wenig irrational gedacht. So, jetzt müsste ich eigentlich gleich da hinten rauskommen, wenn ich hier weiterlaufe. Sag bloß, ich werde jetzt. Ah, ne, ich werde jetzt nicht mehr zurückgebordet oder was? Das probieren wir doch mal aus. So, hier ist aber Nichte. Ah, okay, jetzt kann ich den ganzen Dungeon durchlaufen. Ohne rumgeportet zu werden. Auf. Von diesen ständig gleichen Mauern wird mir langsam schlecht hier. Aber okay, hier war nichts. Dann müssen wir wohl doch mal ins Outer Sanctum. Auch wenn ich da immer noch nicht rein möchte, um ehrlich zu sein. Aber was sein muss, muss sein, ne? Und vor allem verwirren mich die Bilder hier. Aber gut, dann speichern wir hier an der Stelle nochmal. Und benutzen den Schlüssel. Oh oh. Oh oh. Oh nein, oh nein. Das gefällt mir nicht. Aber wir meistern das schon. So. Huhuhu. Oh nein, du kriegst mich jetzt nicht noch. So, oh mein Gott.
Es war wieder so klar, dass sowas wieder passieren muss. Das so, jetzt sind wir aber erstmal hier wieder eingesperrt. Das ist unschön, sage ich mal. Und wir haben hier schon wieder so eine mega ätzende Statue. Also wenn das die Erbauer sind, die dieses Ding hier gebaut haben, dann will ich die nicht treffen. Nein, 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 nein. So, was haben wir hier? Hands that slaughter, eyes that deceive. Hände, die töten. Augen, die... Was auch immer deceive heißt. So, was haben wir hier? Son of Hatred. Was zur Hölle? Sonne des Hasses oder was? Hier haben wir einen Knopf. Der macht wahrscheinlich die Tür da hinten wieder auf, genau. Aber den will ich unter Umständen jetzt eigentlich erstmal zulassen. Weil solange die Tür hier zu ist, weiß ich zumindest schon mal, wenn hier nichts drinne passiert, dass ich nicht mehr passiert, sagen wir es mal so. Dass ich hier auf jeden Fall schon mal sicher bin. So. Three ancient being of deep. Ich weiß jetzt echt nicht, wie man das genau übersetzen soll. Das ergibt in meinen Augen keinen Sinn, dieser Satz. Three ancients. Ancients, wie auch immer man das ausspricht. Beings of deep. Drei irgendwas. Aus den Tiefen? Vielleicht? Drei Generationen aus den Tiefen? Ich weiß es nicht. Nein, da will ich nicht rein. Erstmal die Wände hier noch abchecken. Vielleicht ist da noch irgendwo was Nützliches. Aber schaut nicht danach aus. So, da war ja der Knopf für die Türe, genau. Nö, da ist auch nichts. Son of Hatred. Gut, dann würde ich sagen, geben wir unserer Kampfkuh erstmal was zu futtern hier. Hat der Hunger? Ja, der kann auch eine Kleinigkeit futtern. Du kannst auch eine Kleinigkeit zu futtern vertragen. Und du auch. So, dann würde ich sagen, rasten wir jetzt hier einfach mal. Um unser Leben wieder aufzufüllen. In der Hoffnung, dass hier keine Monster wiederkommen. Da habe ich nämlich echt keinen Bock drauf. Dass mich jetzt hier schon wieder irgend so ein Scheißvieh überfällt. Deswegen habe ich auch die Tür da hinten zugelassen. Damit ich meine Ruhe habe. Aber es scheint hinzuhauen, jawohl. So, die Frage ist jetzt, wo gehen wir als erstes rein? Son of Hatred. Geh mal da rein. Geh mal in die Son of Hatred. Ah ja. Okay, dann gehen wir nicht in die Son of Hatred. Dann gehen wir halt hier rein. Ah ja. Dann gehen wir da halt auch nicht rein, dann gehen wir halt, oder wo war's? Wo wir noch nicht waren. Naja, da haben wir es schon versucht. Dann gehen wir halt eben. Dürfte hier sein. Ja, dann gehen wir halt hier rein. Oder halt eben. Ah, haha, okay. Ah ja. 3, 2, 1 und 3. Mhm. Okay. 3, 2, 1 und 3. Was sagt mir das jetzt? Das ist 3. Könnte sein. Da steht zumindest eine 3. Hands that slow. Das macht überhaupt keinen Sinn. 3, 2, 1, 3. 3. Uhrzeige? Nein. Hä? Was? Okay, versuchen wir es einfach mal. Dann wird das jetzt als 3 deklariert. Dann ist das da hinten als 2. Beschließe ich jetzt einfach mal so. Dann ist das da hinten die Nummer 1. Und dann ist das hier wieder die Nummer 3. Man kann es ja mal ausprobieren. Hat aber nichts gebracht. Vielleicht, wenn ich es anders darum mache. Weiß ja nicht. Kann ja sein. Alles ist möglich. So, dann war es die 2 gewesen. Und dann war es die 3 gewesen, glaube ich zumindest. Beziehungsweise die 1 und dann wieder die 3. Ich frage mich, was soll das bringen? Nichts. Ey komm, das ist jetzt echt schräg, muss ich sagen. Das ist wirklich schräg.
Das Problem ist, wenn ich jetzt hier nirgendwo mehr weiterkomme, komme ich generell nirgendwo mehr weiter. Das Einzige, was ich noch machen könnte, ist... Ach, da war ich doch schon. Kristall, den lasse ich mal noch stehen. Das Einzige, was ich noch machen könnte, ist hier zurückkommen. Und hier noch den Treasure Store aufmachen, weil... Eisentür runterschlüsseln. Haben wir den schon gehabt? Ich glaube, den hatten wir schon. Den mache ich mal weg da. Auch wenn ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher bin. Aber dieser Goldkey, der dürfte ziemlich sicher in der Treasure Room passen. Die Frage ist nur, was soll ich hier denn machen? Das ist doch vollkommen Banane. Das ergibt alles keinen Sinn. Sonne des Hasses oder sowas. Das ergibt echt keinen Sinn. Hier ist aber auch irgendwie nur stranger Shit in diesem Game. Nee, ich habe gerade echt keine Ahnung. Treaty Ancients, Beings of Deep. 3 uralte Etwas aus der Tiefe. 3 Etwas aus der Tiefe. Ich guck mal kurz nach, was Desiv heißt. Das muss jetzt sein. Desiv. So, bedeutet nichts, doch da. Beschwindeln. Betrügen. Okay. Hände, die töten. Augen, die schwindeln. Wenn ich jetzt hier was reinwerf, komme ich da nie wieder dran. Super, jetzt ist meine Fackel weg. Jetzt sind auch, na, die habe ich wieder gekriegt, wenigstens. Ham. Hände, die töten. Augen, die schwindeln. Sonne des Hasses. Und das bringt mir aber irgendwie nichts weiter. Ist mir wurscht, was da steht. Es bringt mir ja trotzdem nichts weiter. Tree Ancients Being Deep. Warte mal, ich habe hier 3. Warte mal. 3 Wesen. 3 Wesen. 3 Wesen. 2 Augen. Beziehungsweise 2 Hände. Ha. Eine Sonne. Speichern. 3 Wesen. Das waren die 3 Wesen, ja. Ich bin so klug. Ich bin so klug. K-L-O-K. Super, was mache ich jetzt hier? Super geil. Nein, das gefällt mir nicht. Nein. Wir haben hier eine Rolle. Stand where the shadow from the torches cross and tower hawk with all your might to the east and to the north. Okay, aber erstmal sammeln wir das Käsebrot hier ein. Wie viele Fackeln habe ich denn? Ich habe... Sag jetzt nicht, ich habe nicht genug Fackeln dabei. Ach Mann. So, hier muss auf jeden Fall mal eine Fackel rein. Ach nee, jetzt, oder? Das ist doch jetzt nicht den hier ernst. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe keine Fackel mehr. Oh Mann, okay, ich muss hier wiederkommen mit den 3 Fackeln. So, mache ich hier mal rein. 3 Fackeln. So. Gut, dann geht's mal wieder nach oben. Woher weiß denn, welche Richtung er schießen muss?
Okay, dann ratze ich jetzt hier einfach mal eine Runde. Hat schon wieder aufgehört. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns erstmal in der nächsten Folge wieder bei Legend of Grimrock, wenn wir dann versuchen, dieses Rätsel zu lösen. Also bis dann und...